Was? Ja, links. Wow. Da kommen ja richtig Blitze raus. Genau. Geht das relativ schnell kaputt? Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Wir machen weiter mit einer Folge Galaxy mit dem Concrafter immer noch. Hallo. Und was möchtest du in dieser Folge machen? Du hast ja wieder fleißig Kommentare gelesen. Genau, ich werde jetzt probieren, beziehungsweise bin ich gerade noch am Kommentare lesen. Achso, bist immer noch dabei. Genau. Weil es ist eine super Vorbereitung hier. Weil wir zeittechnisch alle ein bisschen gut ausprobieren. Gut, ich muss die Gussform nicht aus Holz machen, sondern aus Aluminium Brass. Das ist gut zu wissen. Haben mir die Leute geschrieben. Ich gucke hier gerade immer noch weiter nach Fossilien. Oh, Fossilien. Aluminium und Gold. Also doch Gold. Aber wie jetzt Stahl? Leute, es ist so viel hin und her in den Kommentaren. Wie sowas? Immer noch bei deiner komischen Smeltery da? Oh nein, meine Minions waren ja weg, weil ich mich ausgeloggt habe. Wie kriege ich das denn weg, dass die weg sind? Also wie kann ich mich dann ausloggen, ohne dass die danach weg sind? Okay. Weißt du das? Nee, keine Ahnung. Das wird immer so sein, glaube ich. Das ist richtig blöd. So, ansammeln Minions. Commit to Evil. So, jetzt habe ich wieder neue Minions. Oh Gott, da ist eine lange Beschreibung. Das muss ich mir jetzt schnell durchlesen. Spannende Folge übrigens hier. Willkommen in meinem Inventar. Nein, ich habe Hunger, ich habe Hunger, ich habe Hunger. Ich verhungere, ich muss was essen, ich muss was essen. Nein, ich habe nur Seeds. Fuck, was kann ich denn essen? Das kann ich essen. So, ich lebe. Sterben wir eigentlich an Hunger? Nein, ne? Ich glaube nicht. Also das ist mir auf jeden Fall noch nicht passiert. Ich habe den noch nicht gereckt und dann, keine Ahnung, die Rivi getötet oder so. So, stark. So, ich schmeiß jetzt mal die ganze Kacke hier raus, die ich eh nicht brauche. Also irgendwas habe ich hier wieder falsch gemacht. Moment, das muss ich jetzt wieder rausgießen. Ich schaff das jetzt, Leute, ich schaff das. Warum kann ich das nicht gießen? Gieß! So, ich hab Minions. Ich hab den Ofen abgeschossen. Gieß! Warum geht das nicht? Dick mal ein Schiff. Ich will keine Fackel da hinstellen. Warum kann ich das jetzt nicht mehr rausgießen? Und schreibt mir, wie man die Minions, dass die nicht immer weggehen. Das regt mich ja so auf. Oh nein, hier sind drei Spinnen unter mir. Aber ich fliege über denen und die können mir nichts an. Ahaha. Jetzt habe ich auch die weiße Null da gehabt. Warum war die da? Ich weiß nicht, die ist aber nur kurz da. Weiße Null. Die weiße Null. Und das Mysterium. Hab ich noch? Warum habe ich denn das nicht bis ganz oben gemacht gerade? Ah, just. Mal zieh mal kurz. Das weiter. Ich habe schon gedacht, mir einfach mal richtig oldschool so ein Enchantment Table zu machen. Ja, wir haben glaube ich, auch. Glaube ich, nur einen in der Stadt bei Kev. Und da bedient sich auch jeder immer. Enchantment Table, weil. Was ist das denn? LXP Enchanter? Ist der irgendwie anders oder so? Okay. Hört sich auf jeden Fall richtig fancy an. Hört sich richtig viel cooler an. Ja. Dafür brauche ich Obsidian, aber ich habe Obsidian. Ich habe wieder nur blöde Fern Seeds. I don't need Fern Seeds. Vielleicht werden die später nochmal richtig wichtig. Und dann haben wir die einzigen Fern Seeds. Genau, die werden haben richtig so, wichtig. Fern Seed Gang. Ich glaube einfach, die sind so unwichtig. Und keiner braucht die oder so. So, aber ich nehme jetzt hier nochmal ein bisschen Papier. Für die Dinos bestimmt später. Also, ich habe auch noch ganz, ganz viele DNA-Sachen hier rumliegen. Ganz viel DNA-Scherzo. Das Wichtigste aber mal wieder finde ich gerade nicht. Und zwar den Staat Afrika. Genau. Was das. Was ist denn? Hallo, Hilfe, Sachen. Ich habe jetzt ein Enchantment Table, da muss ich irgendwie Bücher drum packen, ne? Damit der cool ist. Echt? Das ja, ich glaube schon. Oder sonst kann man doch nicht diese hohen Verzauberungen kriegen. Oder weißt du da selber nicht so viel? Verzauberungstechnisch, du... Bist du bei dir, bin ich bei dir in der falschen Adresse? Vanilla, muss ich mich bei Varo reinlesen, wie sonst was. Was den Enchantments angeht, weil ich einfach da so derbe nicht im Bilde bin. So, ich pack den jetzt einfach mal hier hin. Jetzt habe ich da so ein Enchantment-Table. Ja, klasse. Und hat sich was geändert? Nee, gar nichts. Wie geht's dir mit der Entscheidung jetzt? Hast du den eingefallen? Ich weiß nicht, mir geht's super. Okay. War eine harte Entscheidung auf jeden Fall, das zu beschließen. Man hat's gemerkt, so. Ja. So, ich muss jetzt hier mir echt. Ich will ja nur Fossilien, ne? Oh, oh, oh. Ich will ja nur Fossilien. Sagen sie alle. Und ich brauche noch 5 Relix dafür, dass ich dann mein Ancient Sword machen kann.
Ob das besser ist, weiß ich nicht. Das wüsste ich auch gerne. So, jetzt habe ich kein Eisen mehr. Mir wurde nämlich gesagt, ich muss das normale Eisen im normalen Ofen einschmelzen. Das hört sich super merkwürdig an. Ist es auch. Und jetzt suche ich hier seit einer halben Stunde einfach nach Eisen und finde keins in meinen Teilen und bin super verwirrt wie immer. Hey! Und ich brauche was zu essen, aber ich habe nichts zu essen. Muss mal diese Strohmenschen. Nach wie vor, ich hab's dir schon mal gesagt. Such die Strohmenschen. Welche Strohmenschen? Sind einfach so, wie so. Das ist schon beim ersten Mal so behindert erklärt. Das war irgendwie zweite oder dritte Folge. Das ist, ja, da kann ich mich doch nicht mehr dran erinnern. Ja, ewig her. einfach so Strohballen, die sehen halt aus wie heißen die? Die auf den Feldern stehen, um die Krähen wegzuhalten. Solches Wort fehlt mir. Ja, ich weiß schon, diese. Ja. Ja. Hexenscheuchen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Hexenscheuchen. Hexenscheuchen, genau. Damit die Hexen wegbleiben vom Feld und nicht alles essen. Vogelscheuchen. Vogelscheuchen, danke schön. Genau. Hexenscheuchen, ich bin auch die dumm, Hexenscheuchen. Ey. Hexenscheuchen. Ja klar, jeder hat eine Hexenscheuche irgendwo im Garten stehen, damit keine Hexen kommen. Och Mann, ich bin auch dumm, ey. Ich wusste aber auch einfach nicht mehr. Ja, Minecraft zerstört unser Gehirn. Hexenscheuchen. Sie nicht die Hexenscheuchen. Ach Mann. Ja, aber was ist da mit diesen Leuten? Genau, die sehen halt so aus. Also das sind halt nur so Heuballen. Okay, das ist cool, dass die so aussehen. Und was bringen die? Und dann kannst du dann Heu abbauen, also die Heuballen abbauen, die zu Stroh machen. Aus dem Stroh ganz viel Brot. Weil das Stroh kannst du nämlich einfach in Crafting Table legen oder einfach in eine Box. Und dann kommt da so ein komischer Kuddelmuddel raus. Und wenn du den Kuddelmuddel brätst, dann hast du ein Brot. Heißt das auch wirklich Kuddelmuddel? Kuddelmuddel. Kuddelmuddel. Genauso mit Doppel-D. Seit der vierten Folge habe ich das und ich habe immer noch Essen. Obwohl ich schon einen 64er-Stack abgegeben habe an Paluten. Weil du halt unglaublich viele Brote daraus kriegst. Okay, krass. Könnt ihr ja, aber ich habe noch nie so einen, ich habe noch nie so einen Strohmenschen gesehen. Einen Strohmenschen bauen. Strohmenschen. Nee, ich habe die echt noch nie gesehen. Okay. Sind die so selten oder du findest die wahrscheinlich dann am laufenden Band? Nee, ich bin einmal, glaube ich, ein bisschen mehr rumgeflogen und dann habe ich ein paar gefunden, ja. Ich finde aber gerade auch richtig viele Fossilien wieder, das freut mich immer. Ich glaube, ich werde mir so eine richtig kleine große Dino-Armee machen. Ihr müsst mir da noch schreiben, irgendwie kennt sich auch keiner meinen Kommentaren mit dieser, ich frage so ganz häufig in den Kommentaren so, ja, wie mache ich das? Und ich kriege so zwei Antworten von 300 Kommentaren oder so, weil keiner kennt diese Mod irgendwie, diese fossile, ja, diese Dino-Mod ist auch echt kompliziert. Ah, jetzt habe ich Stahl. Okay, Moment, Stahl, okay. Der Kommentar. Feiert heißt der Typ übrigens. Ich möchte nur mal kurz ein bisschen Credit geben, weil er hat das hier. Feier DT. Okay, genau, den kenne ich. Genau. Immer eine sehr gute Beschreibung, okay? Was ich euch auch fragen wollte, was ihr mir schreiben könnt, wie zähme ich mir denn einen Dino? Ich weiß, dass wenn der in einem Bereich von 6 Blöcken, wenn er da aufwacht, dann ist er eh mein Dino. Aber ich will ja nicht immer 6 Blöcke daneben stehen, neben diesem kleinen Vieh. Och nee, mir hat gerade ein Creeper all meine Kisten gesprengt. Och Mann, ey, jetzt habe ich gar keine Lust mehr. Sehr süß. Tschüss Leute, bin raus. Tschüss. Ey, och Mann. Och, Alter, das ist echt ärgerlich, Mann. Das ist. Ich lasse es mit Minecraft. Und ein neuer Platz für dem Projekt frei. Mir wurde auch gesagt, dass Emeralds total wichtig sind irgendwie, aber ich weiß immer noch nicht, was ich mit denen machen soll. Du kannst damit, glaube ich, nachher handeln. Mit diesen Tinkers-Sachen kannst du Emeralds für irgendwas benutzen. Es kann sein, dass es Luck war oder so, weil du kannst dann ja im Prinzip wie bei so einer Verzauberung früher, mit dieser Mod, wo du dann auswählen konntest, was du verzaubern willst. Ja. Mit diesen Tinker-Sachen, je nachdem mit verschiedenen Erzen und irgendwie Sachen, dann einzelne Effekte auf deine Waffen hauen. Und Emerald war eins davon. Ich glaube, das war Luck oder so. Hey, cool, meine Leute haben richtig viel ausgegraben und es funktioniert jetzt auch endlich mit der Kiste. Das hat echt geklappt, was du mir gesagt hast. Guck schon mal. Richtig super bist du. Ich bin ganz intelligent. Du bist richtig intelligent. So, ich habe so viele Fossilien, ich habe 9 Stück. Wenn da jetzt keine Dino-DNA rauskommt, dann weine ich aber. Dann flippst du richtig aus. Dann weine ich aber richtig doll. Dann sortiere ich mal ganz kurz hier noch meine Kisten. Wir sind schon wieder bei 9 Minuten. Wir wollen die ganze Folge ja nicht so lange diesmal machen. Nee, weil wir haben ja, kriegen wir wieder auf dem Arsch. Genau, auf den Arsch drauf. So, und jetzt muss ich mal hier. Ich habe 15 Reliquien, jetzt kann ich mir vielleicht meinen Helm mal endlich machen. Ach, mein Helm, mein Sword, meine ich. Wo habe ich denn mein Sword? Habe ich das nicht da reingepackt? Nee, da ist das.
So, alles mal hier rein. Komm, leg dich da rein. Ich muss ja auch immer noch Rache an Stegi nehmen. Den miesen, miesen Menschen. Ja, ja, es wird alles bald sortiert, Freunde. Bald, bald. Genau, als du das sagst, ist bei mir so derbe Unordnung gerade. Ich hab nichts mehr gehört. Bei mir ist einfach gerade Dings. Bei mir ist einfach gerade so ein Gewitter am Laufen. Ich habe übrigens jetzt wieder ein Dino-Ei. Also ich habe eine Dino-DNA gerade, die ist gerade im Cultivator. In the Cultivator. Selbstverständlich. So, ich brauche vielleicht mal neue Kühe. Stimmt, ich habe ja auch noch das Waffending, ist jetzt komplett gesprengt worden. Sieht irgendwie schön aus mit dem Ring. Ich hätte echt Bock auf so einen richtig trüben Shader, wo das Ganze nicht so farbenfroh ist, sondern wo das Ganze so ein bisschen... Ein bisschen traurig. Ja, ich weiß nicht. Luca. Voll Lust, Alter. Ich bin der neue Emo hier am Sternenhimmel. So, mein Sword ist auch gleich fertig. Die Folge geht noch 4 Minuten. Dann sollte man eigentlich mein Schwert auch fertig sein. Das wäre echt super cool, wenn das krass wird, dein Schwert. Oh, ich habe ein Brachiosaurus-DNA. Ach, und eine Velociraptor. Das Ancient Sword. Mache ich mir gerade. Okay. Du musst ja immer aufpassen, weil wenn du dann irgendwas aus Holz hast, dann zerpflügst du dir ja komplett alles damit, ne? Wie, was? Ja, weil du ja dann immer Blitze machst, wenn du schlägst. Ich weiß nicht, was dieses Schwert kann. Ich mach's mir einfach. Das macht Blitze und das macht sehr viel kaputt. Oh, du musst immer echt aufpassen. Das ist echt nicht so toll. Ja. Also an sich super cool, aber... Aber auch irgendwie nicht. Boah, ich bin gerade mega irritiert, weil ich meine ganzen Sachen wieder einsortieren muss. Ey, ist es so nervig. Mann, ey. Mich regt auch gerade irgendwie alles auf, vor allem dieser Regen. Das bringt das Ganze hier gerade so ein bisschen zum Laggen. Minimal. Ich schaue auch gerade die ganze Zeit hier, ob hier noch nicht noch irgendwie Fossilien sind oder so. Nee, ist auch nicht. Ich hab's jetzt wieder eingeräumt. Ja, wahrscheinlich sind meine Minions dann echt wieder weg, wenn ich mich einfach auslogge. Oder ich muss die wirklich ansammeln. Ja, das kann auch gut sein. Ich lasse jetzt einfach mal direkt hier neben noch ein Loch graben, Dick Mineshaft. Ich würde sagen, das hat jetzt alles unsortierter gemacht, diese Explosion, aber ich glaube, es war vorher genauso schlimm. So, und jetzt packt ihr hier die ganze Sache wieder rein. So, wundervoll. Klasse. Schau ich mal ganz kurz, ob aus meinem Dino-Dings jetzt schon irgendwas geworden ist. Nee, das ist noch auf dem Weg, aber ich habe jetzt jeden Moment ein Ancient Sword. Es ist sofort da. Ich habe, meine lieben Freunde, in 10 Sekunden... Da! Ich habe ein Ancient Sword. Das hat plus 8 Attack Damage. Ich weiß nicht, soll ich damit jetzt mal irgendwas angreifen? Wie mache ich denn das? Mit Rechtsklick? Nee, mit Linksklick. Hä? Ja, Linksklick. Wow! Da kommen ja richtig Blitze raus! Genau! Geht das relativ schnell kaputt? Nee. Jetzt brennt was. Nee, ich habe gerade einen Villager getötet und jetzt habe ich mich gerade zum Villager verwandelt und ich war mitten in der Luft, deswegen musste ich schnell irgendwas suchen zum Landen. Nicht ich hasse gut. Das ja immer, dass ich MLG mich immer Water. Wieder verwandle. So, ich muss jetzt auch noch was essen hier und diese Fern Seeds muss ich auch noch anpflanzen. Warte, jetzt Mann. Stahl und hin und her. Ey, ich bin derbst verbrezelt jetzt, was alles angeht. Jetzt ist alles neu. Ich glaube, ich mache mir 2 Diamantblöcke und mache dann so eine tolle Statue vor mein Haus. Aus Diamant. Ja. Aus Diamant. Ja, einfach weil ich kann. Kleines Understatement, ne? Ja. Ich muss ja hier meine Position im Projekt mal ein bisschen klarstellen. Diamant, Luca, schlägt wieder zu. Ich brauche was zu essen. Oh, ich habe was zu essen. Ja. Oha. Sterbe ich hier schon wieder am Essen. Mann, du musst echt mal vorbeikommen und mir Essen geben. Ja, ich habe auch nicht mehr so viel. Ich muss mir auch bald mal wieder Strohmenschen suchen. Strohmensch. Ja, du musst mir mal zeigen, wo die sind. Ich will mal zu euch kommen. Wir haben doch ein Portal. Ehrlich? Ich glaube schon. Ich baue jetzt einfach mal ganz kurz ab. Ich weiß, dass die noch nicht fertig sind. 4 Minuten? Wir haben jetzt noch 1 Minute. Okay, crap, dann schaffe ich es nicht mehr. Aber irgendwann komme ich dich mal besuchen. Okay, in meiner 1-Stunden-Folge. In deiner 1-Stunden-Folge. Dann werde ich hier so viel machen. So, warte, ich wollte jetzt mal ganz kurz den Hammer holen. Meinen Hammer des Todes. Gott. Mit diesem Hammer wollte ich dann da hinten eine Skulptur aus Diamanten machen. Mit meinem Skin. Player-Name. Oh, Concrafter. Sculpt. So. Wer ist jetzt nicht? So. Ich mach das jetzt hier noch kurz fertig. Und dann werde ich mich die nächste Folge auf jeden Fall dran machen. Das hier alles mal mir komplett durchzulesen. Jetzt habe ich ein bisschen was gemacht. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen Stahl. Das ist schon mal ganz gut. Das wollte ich ja. Irgendwie funktioniert das Ganze nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Ja, das Gefühl kenne ich. Oh Gott. Oh Gott. Hier geht echt einfach gar nichts. Das Eisen hier. Das Eisen werde ich mal weiter. Aber egal, ich habe aus Diamant eine Statue. Das ist ja mal müllhaft.
Das hat ja immer gar nicht funktioniert, naja, egal. Stahl kann ich schon mal einschmelzen. Aber ich warte jetzt auch eben, wir machen die Folge. Die Folge ist dann zu Ende, wenn, weil wir sind gerade bei 14 Minuten 40. Die Folge ist dann zu Ende, wenn mein Dino-Ei da ist, weil das sollte so noch eine halbe Minute dauern. Okay, das passt. Ich mach jetzt erstmal mehr Stahl. Und das weiß ich nur leider gerade nicht, wie ich das Dings herausbekomme, aber ich habe da noch Eisen drin. Das ist nicht gut. Ich sortiere hier mal ganz kurz noch ein paar Sachen. Was und für Blut. Sortieren eigentlich? Ich betitel das immer als Sortieren, aber letztendlich mache ich eigentlich gar nichts. Also ich muss auch noch eine Dino-Kiste machen und alles und oh. Für alle Dino-Sachen. Schrecklich. So, Dino, diese Brachiosaurus-DNA wird dann auch nochmal irgendwann fertig. Ja, ich habe ein Dino-Ei. Yay. Ja, mein zweites. So, und das werde ich dann in der nächsten Folge hier hinsetzen, mein Dino-Ei. Dann wird der hier ausschlüpfen, der Velociraptor, das werde ich mir dann nochmal im Singleplayer angucken, wie das Ganze dann wieder aussieht und ob der böse ist oder ob der cool aussieht. Und dann werde ich den mit dem Dinopedia anwählen und dann sollte der auch eigentlich nicht verschwinden. Und ich verschwinde jetzt eben nämlich ganz kurz von dem. Ne, ich muss noch meine Minions eben ansammeln. Ich werde mir aber schon mal verschwinden. Ich weiß jetzt nicht, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt die ansammeln, die Minions? Ich mache das jetzt mal ganz kurz. Ansammeln Minions. So, jetzt sind sie weg. Jetzt habe ich hier die ganzen Sachen von denen. Ja toll, jetzt müssen wir die ganzen Sachen hier sortieren. Mensch, jetzt überziehe ich wieder. Nee, du bist unmöglich, logge ich jetzt aus. Ich bin schon die ganze Zeit auf dem Screen. Das ist ja, okay, mach jetzt. Also, jetzt so hier, Disconnect. Du machst jetzt die Verabschiedung, ganz schnell. Okay, ich mache die Verabschiedung. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen, auch mal bei Luca vorbeigucken und sonst ausflippen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.